Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Hey! Immer schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. 你能搏斗吗，勇士？ Kann ich kämpfen? Hey, gib mal ein Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Dann mal los. Was erwartet mich, Alter? 你对这些牌有疑问吗？ Also ich will wissen, was aus meinem Sohn wird. Wird aus ihm ein guter Mann? Läuft alles gut für ihn? Kann ich das Spiel? 告诉我，你看到了什么？ Das sieht aus wie ein Fisch? Deine Reichtum 可能来自任何方向，但是当这样的风吹来，死亡和厄运肯定会随之而来。Tod? Warte, was? Was soll das heißen? Hey, was soll das heißen? Was zum Teufel, Mann? Hey, Kumpel, lass mich mal ran. Ach ja? Hältst dich wohl für stark. 你能比你的朋友打得更好吗，勇士？ Im Kämpfen? Klar. Hast du noch ein Quarter? Kommt auf deinen Deckel. Ich probier's mal. Have a nice day. Hey, Chuck, wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir stranden hier noch. Komm schon, Mann, nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück.
Howdy, Charlie. Wie läuft dein Urlaub? Oh, hol mich endlich hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier! Was war das? Hey, Charlie, hilf mal! Du sagst es. Totale Scheiße. Verdammt! Noch eine Leiche! Oh, verdammt! Buckley! Der war doch letztens beim Essen noch vollkommen putzmunter! Armes Schwein! Also, geht das bloß mir so? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Du siehst echt beschissen aus, Chuck. Bin ich der Einzige? Toll. Beste Gesellschaft. Gehen wir hoch an Deck. Ja. Chuck? Hast du den Jungen da gesehen? Nee. Bist du okay? Chuck?
Charlie, komm mal her. Nein! Charlie! Nein, 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 nein
Hallo und willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Wie im echten Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder das hinterlassene Chaos.